festes Licht. Manches ändert sich wohl nie. Über der Tür ist ein Lichtkristall. Ja, der Stein erfüllt deine Axt für kurze Zeit mit Licht. Wie praktisch. Was war das? Wo bleibt denn da die Überraschung? Gewühlt war der Seelensee noch nie. Ja, liegt das am Fimbulwinter? Natürlich, er lässt das Licht flackern. Also speist sich der Lichtbrunnen durch den Seelensee? Ja, nach der Schöpfung der neuen Welten fingen gefallene Seelen an, sich in diesen Gewässern zu versammeln. Als die Alpen sein Energiepotenzial entdeckten, errichteten sie diesen Tempel mit durchschlagendem Erfolg. Viele von ihnen wurden süchtig nach ihrer neu entdeckten Macht. So entstanden die Lichtalben. Sehr schön. Auch wenn sich unsere lieben Lichtalben nicht gerade freuen werden. Apropos Lichtalben. Lasst mich wieder mit ihnen reden. Vielleicht lasst dich bald lieber ihr Ding machen. Lichtwaffe, Vorsicht! Hinter dir, Vorsicht! Arme Seele. Seltsam. Sie kam auf Lichtbrücken herüber, aber die Brücken sind verschwunden. Ich weiß, wie wir rüberkommen. Gut für uns. Er hat zwar der Gewalt abgeschworen, aber stark ist er wohl immer noch. Hier lang. Der Schrein erwartet uns. Kratos, wo gehst du hin? Er sieht sich bloß um. Was tut er manchmal? Ah, eine neugierige Seele. Papa. Der Tempel sieht anders aus als früher. Alles war zerstört und voll mit diesen Stöcken. Diese Alben verbessern den Tempel mit Alfheims. Und wie es aussieht, auch sich selbst.
Sie wirken deutlich gefährlicher als letztes Mal. Das waren nur die Fußsoldaten. Sie werden gefährlicher, je höher wir gehen. Toll. Diese Alben errichten durch das Licht Tore und flößen sich Kraft ein. Was wollen die Dunkelalben damit? Es zur Quelle zurückbringen. Ihnen sind die natürlichen Vorkommen Alfheims heilig. Vor allem das Licht selbst. Ja, der Triumph der Lichtalben hatte einen furchtbaren Preis. Nach der Erschaffung dieses Tempels verdorrte Alfheims einst lebendige Wüste zu einem sturmgeplagten Ödland. Hier oben gibt es mehr Dämmerstein. Gedächte. Man findet immer Sinn, wenn man genau genug sucht. Es kommt drauf an, was du finden willst. Noch mehr Licht halten. Ich mach das schon. Vielleicht ist das keine gute Idee. Oh, Freunde, seid gegrüßt. Wir kommen in Frieden. Hier. Zurück. Warum sie kämpfen. Die Dunkelalben wollen die Seelen im Licht bewahren, doch die Lichtalben wollen sie weiter nutzen. So kann man es zusammenfassen, ja. Aber welche Seite hat recht? Das lässt sich selten sagen. Und es steht uns nicht zu. Das können nur die Alben. Das habe ich beim letzten Mal bereits gesagt. Na dann. Lichttore erschaffen. Befestigung. Ja, die Dunkelalben dürfen nicht wieder herrschen. Da oben. Go!
denn mit Festhalten? Winkel ist richtig. Ja, sieht gut aus. Eine ziemliche Gedichtsammlung auf. Das überrascht dich. Mein Volk ist berühmt für seine Kultur. Keine Überraschung. Respekt. Das überlasse ich dann wohl euch. No!
Dieser Mystiker sieht uns nicht. Da liegt ein Dämmerstein. Ob wir wohl Dämmerstein einsetzen können? Hier drüben. Und los geht's. Tu, was nötig ist. Vater, Vorsicht, die Kugel! Linke Seite, Bruder! Statue an, diese Kristalle. Die Alben besitzen sie ebenfalls. Oh, die Kristalle sorgen für die Lichtbrücken und die Lichtalben tragen sie. Schlau. Fast geschafft. Darf ich? Bereitet ihm die Zerstörung jetzt etwa Vergnügen? Bald fängt er an, Vasen zu zerschlagen. Gehen wir weiter? Ja, wenigstens nähern wir uns. Schau nach oben, siehst du? Von innen wirkt es noch größer. Was all das hier unten war. Warum beharren Sie auf diesen misslichen Prüfungen? Das weißt du besser als wir, Bruder. Ich kann mich nicht mehr so gut an die Nornen erinnern. Das soll auch so bleiben. Sie machen es uns nicht leicht, oder? Kommt auf dich zu!
hinter dir! Noch ein Lichttor. Am Schild der Statue befindet sich Dämmerstein, aber aus diesem Winkel geht es nicht. Glaubst du, wir können die Alben vom Kämpfen abhalten? Hätte Freya diese Welt nicht aufgegeben, wäre Wulf wieder eingekehrt. Doch jetzt? Ist das wirklich alles nur Freyers Schuld? Dieser Krieg begann lange vor seiner Ankunft. Doch er hätte dieses Land heilen und den Krieg beenden können, oder nicht? Er traf eine Wahl. Die falsche. Für Alfred. Mag sein. Doch nicht unbedingt für ihn. Tja, das steht uns allen zu, unserem eigenen Krieg. Egal, wohin er uns führt. Statue hängt wieder fest. Kapier ich. Hier sind die Flügel verbunden. Fahrt, da oben. Warte. Da oben.
Tier. Als wir letztes Mal hier waren, wurde es in der Dunkelheit. Das ist sehr schade. Ich habe mich schon gefragt, was aus Vardar Irfur geworden ist. Wir mussten uns verteidigen. Wenn uns gut, wir helfen den Falschen. Verstehe. Verwundetes Wesen, Atreus? Möglich. Es könnte auch der Sturm sein. Vielleicht können wir das untersuchen, sobald wir die geheime Prophezeiung enthüllt haben. Da. Über die Hauptkammer gelangen wir nach oben. Zuerst müssen wir durch ein weiteres Lichttor. Dämmerstein. Diese Lichtalben mögen hübsche Einrichtungen. Richtung. Vielleicht könnten... Darf ich das beschleunigen? Der Winkel sollte passen, Kratos. Sehr gut. Stets zu Diensten. Ah, das Licht von Alfheim. Mutter. Aber jetzt ist sie weg. Ihre Seele ist nun eins mit dem Licht. Vereint mit Kräften älter als Odin selbst. Sie hat nun Frieden, Atreus. Hoffentlich. Als Vater ans Licht ging, sagte er das. Im Licht von Alfheim? Ja. Und doch bist du hier und bei klarem Verstand und wurdest nicht verbrannt. Sag mir bitte, Kratos, was hast du gesehen? Das geht nur mich was an. Es waren nur Augenblicke. Für mich dauerte es ewig. Ich kam nicht weg. Atreus kämpfte für mich um sein Leben. Das klingt unglaublich. Also dann, auf zu Groas, tritt dich an.